Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Mr. Prepper. Was vor einer Inspektion da lassen? Was? Er hat gerade gesagt, es wäre nicht gut, wenn ich irgendetwas vor einer Inspektion da lasse. Ich weiß aber gerade überhaupt nicht was, weil alles hier schön zugedeckt ist. Ja, keine Ahnung. Also, ich schau mal eben. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich meine, er kam doch jetzt auch heute. Aber wir haben, naja gut, wir haben jetzt gleich 7 Uhr. Ich habe noch nie so drauf geachtet, um wie viel Uhr der jetzt eigentlich kommt. Steht aber nichts drin. Wir müssen uns sowieso erstmal darum kümmern, dass wir überhaupt irgendetwas essen. Was haben wir denn noch? Achso, wir haben... Wunderbar. Können wir doch direkt mitnehmen. Das war die falsche Taste. Die Pilze, die müssen wir noch abliefern. Genau, essen. Das Rattenfleisch, so eklig das auch klingt, sollten wir vielleicht mal in den Kühlschrank tun. Es gab auch, glaube ich, noch ein Gericht, ne, mit Rattenfleisch, Schlangenfleisch. Gebratene Ratte, da war es doch gerade. Ja, das war jetzt natürlich wieder sehr intelligent. Moment, dann brauche ich das Fleisch erstmal dafür. Und genau, dann machen wir erstmal gebratene Ratte. Im Haus sieht es nicht gerade legal aus. Was soll das? Was will der denn jetzt? Hallo? Was ist denn nicht legal? Ich verstehe den irgendwie nicht. Was ist denn hier nicht legal? Ich meine, wir haben jetzt hier extra wieder die Dinger hier hingestellt, die Becher. Ich meine, hier die Sachen, die dürften wir ja wohl auch behalten. Haben wir hier irgendwas drin eventuell? Ach nee, das ist die Dunstabzugshaube. Ich glaube da, das ist nicht so schlimm. Ach so, sollten wir das vielleicht mal wegtun? Das ist Altpapier, das ist Altpapier. Du wirst nicht mehr Informationen aus ihm bekommen. Okay. Die Frage ist jetzt nur, sollen wir die dann in die... Verpasse nicht die nächsten Wochen unserer Wahrheit, okay? Ach, sag mir bloß, dass die Zeitungen... Sind die jetzt illegal? Weil da was stand von wegen Wahrheit? Das kann natürlich sein. Da haben wir soweit nichts drin. Da haben wir auch nichts drin. Ja, alles andere muss ich jetzt aber ganz ehrlich sagen, sollte er jetzt eigentlich keine Probleme mit haben. Also da bin ich mir jetzt nicht sicher, was er jetzt meint, weil das ist umgedreht. Sichere Menge 0. Hä? Sichere Menge 0 bis 2. Moment. Ist das vielleicht irgendein Bug, dass der das falsch registriert oder so? Umdrehen? Umdrehen. Sichere Menge 0. Ich weiß es nicht. Also hier unten sollte er nicht reingehen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wann er jetzt kommt. Sonst würde ich nämlich gerne nochmal hier unten gießen. Gehen wir mal ganz schnell nach unten. So, eben schnell bewässern. Wieder nach oben. Schnell abdecken. So, nur für alle Fälle. So, was stand da jetzt gerade? Wir haben... Ach, wir haben Karottensamen bekommen. Ja, super. Ich dachte, man kriegt da keine Karottensamen von. Dann gehen wir nochmal nach unten. So. Dann pflanzen wir die nämlich direkt da ein. So, Karottensamen pflanzen. Einmal Wasser drauf. Gut, perfekt. Wir gehen wieder nach oben.
Und einmal zudecken. Ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was eventuell sonst noch problematisch sein könnte, was er jetzt meint. Sichere Menge 1 bis 3. Es könnte jetzt heißen, dass alles, was in dem Schrank drin ist, sicher ist. Waschbecken, sichere Menge 1. Gut, das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Warum im Kühlschrank irgendwas? Oder ist das wegen dem Rattenfleisch eventuell? Gebratenes Wildschwein? Ich meine, ganz ehrlich, das ist doch... Das ist doch Essen. Das ist grün, grün, grün. Grün, grün, grün. Also wenn das jetzt daran liegt mit diesen... hier mit diesen, mit dieser Sonnenbrille, dann heißt das aber, dass alles, was da drin ist, grün ist. So, das ist auch alles grün. Oh, da kommt er. 12.30 Uhr, der ist aber heute ziemlich spät da. So, was hat er denn zu beanstanden? Unter der vorherigen Achso, das ist ja der gleiche Quatsch, den er sonst auch immer gemacht hat, ich weiß. Ja, komm. Es ist von Vorteil, das eigene Haus sauber und aufgeräumt zu haben. Ach so, dann soll ich, das Zimmer wirkt aufgeräumt und funktional. Was? Ich hoffe, es gibt, keine Ahnung, was er meint. Überprüfe den Inhalt des Raums. Ja, ist doch perfekt. Och. Fehlende wichtige Gegenstände. Zu wenig. Alle Becher. Was ist das denn für Quatsch hier? Ich dachte, 2 reichen völlig aus. Muss ich jetzt nochmal 2 Becher machen dafür? Oder was sagt uns das jetzt? Okay, nächster Kontrolltag hat er uns gesagt. Und wir haben nur 18%. Der Verdacht hängt von dem Ergebnis aller Besuche ab. Okay, wenn der Agent nichts vermutet, erhältst du einen Buff. Sollte der Agent etwas vermuten, erhältst du einen Debuff. Gut zu wissen. Aber ich weiß immer noch nicht, warum zur Hölle ich hier unbedingt noch 2 Gläser hinstellen soll. Keine Ahnung. Aber wir haben heute viel vor. Deswegen würde ich sagen, legen wir uns erstmal eine Runde aufs Ohr. Ah, ganz ehrlich, ich finde das total nervig. Aber wir müssen Nickerchen machen, weil sonst werden wir wahrscheinlich irgendwo unterwegs noch wegbrechen. Das meine ich jetzt nicht direkt wortwörtlich. Ach du Scheiße, was fliegt denn da oben bitte rum? So, dann werden wir jetzt erstmal eben gucken. Haben wir hier noch irgendwas Fertiges drin? Wir haben das Fleisch. Gebratenes Wildfleisch. Oh, das gibt uns aber einen guten Boost. Okay, dann würde ich sagen, dass wir uns jetzt erstmal aufmachen. Sammle 5 Beutel Samen. Können wir da mal eben... Eigene Nahrungsquelle. Okay. Ja, ich meine, wir haben jetzt über 5 Beutel Samen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen irritiert. Wir gehen jetzt erstmal zur Mine. So. Na komm. So, wir gehen jetzt auf Level 1 runter. Ach, die Pilze hätten wir vorher noch wegbringen können. Ja, das war jetzt eigentlich doof. Okay, dann schauen wir mal hier. Kann man weitergehen? Dafür bräuchten wir... Ah, ja. Deswegen wollte ich eigentlich noch... Moment, dann machen wir das mal eben anders. Dann gehen wir mal kurz hier durch. Holen uns die Pilze. Ich weiß ja nicht, was das für Pilze sind. Dreimal Pilz. Zack. Zack. So, lauf mal zurück. Die Frage ist... Können wir uns die Pilze mal kurz schnappen, ohne dass wir angegriffen werden?
Wie zu schwer? Hä? What? Warum? Was? Die Pilze wiegen 25? What? Wollt ihr mich verarschen? Was sind das denn für belastete Pilze? Ich meine, gut, die sehen schon so verstrahlt aus irgendwie. Aber 25? Hallo? Nee, halt, stopp. Nein, geh zurück, oder? Moment. Nee, geh zurück. Nee, ich kann nur runter. Ich bin gerade etwas verwirrt. Nein, halt, nein. Ich weiß wieder, wie ich hochkomme. Ah. Oh. Geht's dir gut da unten? Okay, zumindest haben wir jetzt sein Zuhause gefunden. Hey. Oh, hallo, Prepper. Sorry, dass ich das letzte Mal so früh weg bin. Ich musste etwas überprüfen. Vielen Dank, dass du den Aufzug repariert hast. Das macht einiges viel einfacher. Heutzutage scheint alles, was elektrisch ist, kaputt zu gehen. So wie dieses Radio. Es geht nie an. Willst du es haben? Ich kann es sowieso zu nichts zu gebrauchen. Das ist gut. Ich hatte nur eigentlich doch gar keinen Platz mehr. Da ist auch ein kaputtes Telefon an der Wand. Du kannst es gerne haben, wenn du willst. Also, was bringt dich hier runter? Sagen wir, ich bin zum Besichtigen hier. Ja, mit einem blutigen Baseballschläger da zum Besichtigen. Okay. Okay. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch noch nach meiner Jacke suchen. Ich habe sie irgendwo in der Mine verloren. Sie ist rot-weiß und ein bisschen schmutzig. Sie hat emotionalen Wert und ist mir sehr wichtig. Natürlich. Ich werde nach ihr suchen und dir Bescheid geben, wenn ich sie finde. Nur solltest du wissen, dass du ab hier vorsichtig sein musst. Es gibt gewisse Organismen in der Mine, die sich bewegen können. Beißen, kratzen, sie ziehen deinen hilflosen Körper in... Okay, genug. Ich werde vorsichtig sein. Okay. Sie ziehen meinen leblosen Körper irgendwo hin. Okay, das lass jetzt mal so stehen. Ach, hier ist das Telefon. Kann ich das denn nehmen? Ist wahrscheinlich jetzt zu schwer, oder? Ja, das war so klar. Okay, was ist das denn hier? Buch über den Atomkrieg. Ja, würde mich auch mal interessieren. Was man bei einem Nuklearangriff wissen und tun sollte. Eine informative Broschüre von der Regierung vor der Pest. Ja, was sollte man wohl tun? Man sollte am besten Bunker finden, würde ich mal sagen, weil wenn das irgendwo in der Nähe ist, dann ist man vollkommen am Arsch. Ja, aber wenn es etwas weiter weg sein sollte, dann hat man vielleicht doch die Möglichkeit zu überleben. Wobei ich mit weiter weg irgendwie am besten einen anderen Kontinent meine. Ja, ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Wie immer. Ich wusste ja nicht, dass unsere Pilze so verdammt schwer sind. Obwohl, wir können die eigentlich auch direkt... wer wollte denn die Pilze haben? Moment, das wollte doch die Frau, die Jenny, genau. Dann gehen wir doch mal in den Wald. Zum Rotkäppchen. Oder war ich das Rotkäppchen? Ich bin mir nicht sicher. Kann ich die nehmen? Okay, die sind anscheinend noch nicht so schwer. Die können wir noch nehmen. So, Seilbahnstütze, Level 2. Damit kam ich... Doch, Moment. Damit kam ich doch zu ihr, wenn ich mich richtig erinnere. Zumindest kam ich da irgendwie zu den Wölfen. Aber ob ich damit jetzt auch zu ihr kam, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Hier ging es nicht hoch. Okay. Ah, lass mich raten. Die müssen wir jetzt auch wieder reparieren. Okay. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Ein Hebel, den hätten wir. Habe ich den jetzt auch dabei? Ja, den habe ich. Den können wir einsetzen, aber die 15 Metall haben wir jetzt natürlich leider nicht. Stein. Wir haben gar kein Metall, glaube ich, mehr, ne? Nee.
Wie, der Hebel müsste hier irgendwo sein. Den habe ich dabei, Trottel. Okay, da musste ich rein. Glaube ich, hoffe ich. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr so sicher. So. Ach, das ist eine Blume. Das sah jetzt gerade irgendwie so furchteinflößend aus. Das waren auf jeden Fall die Wölfe hier oben. Aber hatte ich auf der Etage, wo die Wölfe waren, war da auch die Frau? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Oh, hier ist irgendwas rot am Leuchten. Was ist das denn? Ich weiß nicht, ob ich da nachgucken soll. Okay. Also, dass das so komisch rot am Leuchten ist, das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen unheimlich. Aber ich lasse das jetzt mal einfach so stehen. Jetzt haben wir natürlich schon wieder unheimlich spät. Jetzt können wir direkt schon wieder ins Bett gehen. Oh, das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich hier an dem Spiel echt schlimm, dass man... Oh, das nehmen wir doch gerne mit. Können wir das noch mitnehmen? Nein, können wir nicht. Aber wir können ja die Pilze schon mal abgeben hier. Hallo, Butterblume. Du bist ja schon zurück. Wie war die Mine? Hast du die Pilze? Jep, haben wir. Es war nicht gerade ein Spaziergang im Park, aber es ging in Ordnung. Hier sind sie. Wunderbar. Ich werde mir ziemlich bald ein Rezept für meinen neuen Tee einfallen lassen. Währenddessen haben sich immer mehr Leute bei mir über Schlafstörungen, seltsame Kopfschmerzen und Konzentrationsprobleme beschwert. Hast du auch solche Probleme? Naja, wo du es sagst. Ja, habe ich. Schau, vertrau mal einer alten Dame. Irgendwas muss in der Luft sein. Und ich meine, meine üblichen pflanzlichen Heilmittel funktionieren nicht so, wie sie sollten. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen steigern und ein paar neue Mixturen ausprobieren. Etwas tiefer im Wald gibt es ein paar Guarana-Pflanzen. Du wirst sie an ihren roten Früchten erkennen, kaum zu verwechseln. Guarana? Ist das nicht eine exotische Pflanze? Ich glaube, das ist die, die in meinem Bier normalerweise drin ist. Verrückt nicht? Ich weiß nicht, woher sie kommen, aber anscheinend fühlen sie sich hier zu Hause. Jedenfalls, bring mir ein paar Früchte und ich werde schauen, ob meine Mixturen damit funktionieren. Na dann, alles Gute, alles für gute Kräutermischungen, richtig? Vor allem Kräutermischungen. Ja. ich hoffe, wir können noch ein bisschen was machen. Also hier rechts können wir nicht hin. Ah ja, repariere die Seilbahn. Okay, dann können wir erst zu den Früchten. Also wäre jetzt meine Hoffnung, dass es damit zu tun hat. Hallo? Was war das gerade? Meine Hoffnung ist dann dahin. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich bin nur gerade am Überlegen. Wir haben doch... Ach nee, die Falle? Doch, die haben wir dabei. Die kann ich auch nicht hier irgendwo hinstellen. Nee. Okay. Also können wir da hinstellen, aber jetzt nicht, dass ich jetzt vielleicht da einen perfekten Platz habe und das deswegen rot am Leuchten ist oder so. Keine Ahnung. Na gut, aber zumindest haben wir jetzt schon mal die Pilze. Moment. Hä? Ach, das war insgesamt 5. Oh, und ich dachte, die Pilze... 25, meine ich. Und ich dachte, die Pilze wiegen 25. Ja, was schleppe ich denn dann hier mit mir rum, was so schwer ist? Das Radio ist 5. Ich habe ja noch einen Stein. Ach, du Scheiße, das habe ich... Oh, Mist, wo habe ich jetzt drauf gedrückt? Okay, ich bin aber wieder zu Hause, immerhin etwas. Gut, das heißt, ich habe jetzt gar nicht im Kopf... Wir könnten jetzt auch mal den Baseballschläger loswerden. Ne? Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, wann der Typ jetzt wiederkommt, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das noch ein bisschen dauert. So, komm, zeig's mir. Wir zerlegen das Ganze mal ein bisschen. Ja, ich sollte jetzt schlafen gehen. Ich weiß. Aber immerhin haben wir jetzt zumindest wieder ein bisschen mehr Freiraum. Viel geschafft haben wir jetzt natürlich nicht.
Es ist schon ein bisschen nervig, aber gut. Dann müssen wir halt noch mal eine Runde pennen. Warum wird denn so oft das Wasser abgestellt? Also, ich habe keine Ahnung. Ne, gehen wir erstmal schnell runter. Ich habe keine Ahnung, warum, aber es wird irgendwie alle paar Tage ständig das Wasser abgestellt hier. Deswegen... Ach, zu schwer. Wieso ist das denn jetzt schon wieder zu schwer? Wie schwer ist denn bitte Wasser? Hallo? Moment, haben wir... Ey, was machen wir eigentlich mit der Granate? Das ist... Das ist jetzt eine gute Frage. Das Messer, das wichtigste Werkzeug für jeden Prepper. Ja, vor allen Dingen, weil es Metall liefert. Ehrlich gesagt bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich weiß auch gar nicht. Nee, die Zeitung konnten wir nicht machen. Das konnten wir aber machen. Okay, das ist Elektrobauteile. Oh. Das hört sich doch gut an. Die hatten wir, glaube ich, bestellt, ne? Das heißt, die können wir auf jeden Fall zerlegen. Deswegen sind wir jetzt auch wieder pleite. Wir hatten auch noch Gold, genau. Das müssen wir nämlich auch noch verkaufen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie bzw. wo wir das verkaufen. Also wie ist schon klar, aber nicht wo wir das verkaufen können. So, Eisenerz können wir leider noch nicht machen. Hatten wir das nicht alles hier unten ins Dunkel reingelegt? Drei Stück habe ich... Anscheinend aus Versehen noch eins mitgenommen. Okay. Ich würde diesen Brief gerne hier reintun. Nee, das geht nicht. Okay. Die Karte, die behalten wir natürlich. Die wiegt auch dann nichts. Der wiegt auch nichts. Okay, das ist gut. Dann schauen wir mal. Also, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Metall. Sonst kann ich die Werk... Achso, das ist hier oben. Ich wollte gerade sagen, was mache ich denn hier, dass der hier so komische Geräusche von sich gibt. Sonst kann ich die Werkbank definitiv nicht. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Sonst kann ich die Werkbank nicht upgraden. So, das wollte ich sagen. Was wir aber auch noch machen wollten, was wir schon gemacht haben anscheinend, dass wir hier das Ganze erweitern. Ich verstehe übrigens immer noch nicht, warum wir hier einen großen Raum haben und die anderen Räume müssen so klein sein. Aber ich gehe mal davon aus, dass das... Oder hängt das mit dem Upgrade vielleicht zusammen? Raum-Upgrade-Box? Verbessern? Ich weiß nur nicht, ob man das dann rausnehmen kann. Das ist das Problem. Ich habe doch gerade fürs Zerlegen... Hier habe ich doch was bekommen. Moment, was fehlt? Falscher Behälter. Ach so, Elektrobauteile. Und was brauche ich jetzt hier? Keine Elektrobauteile? Na gut, dann habe ich immer noch keine Ahnung. Die wiegen aber auch nichts. Also alles, was hier drin ist, wiegt nichts. Also schon mal sehr gut. Da habe ich mich noch nie drauf geachtet, ehrlich gesagt. Das war der Köder. Ja, das würde ich auch gerne alles mal machen. Das Problem ist nur... Ja, das blockiert mir halt immer so ein bisschen... Also die Granate tue ich erstmal weg. Das Messer weiß ich nicht, aber das wiegt ja nichts. Also das würde ich erstmal drin lassen. Den Hebel müssen wir auf jeden Fall drin lassen. Das war jetzt der Agentenbericht, ne? Genau. Den Brief können wir... Ah, nee, den konnten wir jetzt nicht da reintun, ne? Den könnten wir eigentlich theoretisch... kaputt machen, wenn man so drüber nachdenkt. Aber ach so, Moment, halt. Wir müssen hier bestimmt doch noch ein bisschen gießen. Oder auch nicht. Wir können das Ganze direkt ernten. Dann ernten wir doch einfach. Okay, dann haben wir Samen bekommen. Dann können wir noch mal Karottensamen reinmachen. So. Natürlich auch ein bisschen Wasser. Und was nehmen wir dann? Don, don, don. Ich glaube, hier oben war das drin, oder? Genau, Samen darf der gute Herr noch benutzen. Gurken, Salat. Aber wir haben jetzt keine mehr von
Dings. Gut, nehmen wir jetzt mal Salat, pflanzen wir den jetzt erstmal an. Wasser holen wir uns auch noch mal ein bisschen. So. Ist zwar eigentlich nicht das, was ich jetzt eigentlich machen wollte, aber ist jetzt nicht schlimm. So, Samen pflanzen, etwas Wasser machen. Und wenn wir schon mal dabei sind, wäre es ganz gut, wenn wir ein Beet machen. Erde. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt Erde herbekommen habe. Machen wir natürlich direkt zwei Beete. So, das große Problem wird jetzt nur sein, dass ich da auch Licht haben muss. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier... Ich meine, da brauchen wir ja nicht so viel Licht, ne? Zwei brauchen wir auf jeden Fall. Moment, geh nochmal eben zurück. Zwei brauchen wir auf jeden Fall. Dann können wir die Lampe doch theoretisch ausschalten. Ich meine, hier ist eh nichts, wo man jetzt irgendwie sagen kann, das ist jetzt irgendwie wichtig oder so. So, dann gehen wir mal hier hin. Stellen erstmal die Beete auf. So, wir haben sogar schon zwei gemacht, sehe ich gerade. Ich war fleißiger, als ich noch in Erinnerung hatte. Okay, so, dann hängen wir das jetzt, ich hoffe, relativ mittig auf. So. Dann haben wir jetzt zumindest schon mal auch ein bisschen Licht drin. Ich werde da jetzt noch nichts anpflanzen, aber zumindest sollten wir da schon mal die Beete haben. So, oh, ich sehe gerade, wir sollten mal ein Nickerchen machen. Und wir verrecken hier gleich. Das ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut. So, eben abbrechen. Komm schnell nach hier. Komm, komm, komm. Keine Ahnung, wir essen das jetzt. Ich war jetzt gerade etwas panisch. Wir haben aber auch noch gebratene Ratte. Die sollte uns vielleicht auch ein ganzes Stück weiterhelfen. Okay, den Salat können wir noch reintun, das können wir noch reintun, das haben wir ja gerade geerntet. Pilz, bist du dir sicher, dass er essbar ist? Keine Ahnung. Aber ich tue ihn mal in den Kühlschrank. Die Blaubeeren tue ich auch mal in den... Obwohl, ich weiß gar nicht. Moment, die Blaubeeren. Sind das schon genug, dass wir nochmal Blaubeeren... Nee, nicht die Marmelade. Dass wir nochmal einen Smoothie machen können. Ja, perfekt. Machen wir doch noch einen Smoothie. Ein Smoothie. So, das können wir in den Kühlschrank tun. Dann können wir uns nochmal hinlegen, weil wir schon wieder kurz vorm Ende sind. Und da müssen wir schon wieder mitten in der Nacht aufstehen. Das ist doch einfach nervig, ganz ehrlich. Ich meine, wer macht tagsüber schon so viele Nickerchen wie dieser Kerl hier? So, sehr schön. Dann... Habe ich vergessen, weil ich... Ach so, genau, Moment. Ich wollte erstmal hier oben hin. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Wo könnte ich denn das Gold verkaufen? Das Gold steht hier gar nicht drin irgendwie. Moment, Ich kann Altpapier verkaufen? Ist ja geil. Hä? Ja, cool. Ich könnte theoretisch zum Beispiel auch die Sachen herstellen. Aber da steht jetzt, was ich dafür... Ich meine, gut, Holz. Holz ist ja in Ordnung. Holz habe ich auf jeden Fall genug von. Wenn ich diesen... Tisch hätte. Beziehungsweise zwei werden benötigt. Ja gut, vielleicht kann ich auch nur einen verkaufen, weiß ich ja jetzt nicht. Wenn ich diesen Tisch hätte, dann könnte ich den quasi für 15 Euro verkaufen. Da kann ich gar nichts verkaufen. Ach, da kann ich auch, oh, da kann ich auch Wasser kaufen. Das ist schon mal gut zu wissen.
ist das hier? Orangenmarmelade, okay. Bobs Haus, kann ich da auch was verkaufen? Ah, bei dem kann ich das Gold... Ah, aber ich krieg gerade mal 5 Dollar für so einen Klumpen Gold. Wollt ihr mich denn veräppeln? Das ist aber irgendwie... Hatte ich... Jetzt habe ich ja immer noch fast kein Geld. Ich hatte doch nicht vorher 4 Dollar, oder? Ich war doch nicht ganz pleite. Hä? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt gerade. Erde brauche ich auf jeden Fall noch. Gut, Holz. Holz habe ich. Holz habe ich auf jeden Fall noch genug. Dann würde ich doch fast sagen, dass wir... Das ist so ein Tisch, oder? Den die brauchen. Haben wir den noch woanders? Nur oben, wo der PC ist, ne? Also, der würde 5 Holz rausbringen. Quasi das, was ich dann brauche, um den herzustellen, wenn ich das richtig sehe. Ich dachte gerade schon, die Pflanze fliegt jetzt auf den Boden. Aber okay. Gut, dann würde ich sagen, dass wir den zerlegen, um einfach mal herauszufinden, wie man das macht. So. Wo ist er denn? Hallo? Der müsste doch jetzt eigentlich hier drin... Achso, hier. Ich wollte gerade sagen... Oh. Okay, dann brauche ich 5, um das herzustellen. Ach, ja, ich weiß, ich sollte schlafen gehen. Komm, einen mache ich noch. Hat ja gesagt, vor 3 Uhr. Aber mehr kriege ich jetzt leider nicht hin. So, ich gehe noch ganz schnell. Ja. Komm, lass mich das noch schnell verkaufen. Lauf! Ach so, ja. Natürlich, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ich krieg ja das Geld erst später, deswegen. So, die 2 verkaufe ich. Zack. Raus. Und ganz schnell nach oben. Los. Los, 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 los. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Bitte ins Bett fallen, nicht daneben. Oh mein Gott. Ich würde sagen, dass ich dann hiermit erstmal die heutige Episode beende. Ich stand irgendwie jetzt bei allem so ein bisschen auf dem Schlauch heute, ich weiß auch nicht. Ich habe anscheinend eine ganz gute Methode gefunden, um zumindest Geld zu bekommen, weil Holz kriegt man ja eigentlich doch genug. Es ist zwar eine blöde Hin- und Her-Rennerei jedes Mal, um das Holz zu bekommen, aber als mich für Aufgabe, ja, ich habe heute wieder einen Deutsch drauf. Für mich mache ich jetzt mal die Aufgabe, dass ich immer wieder regelmäßig nach Holz suchen werde, dass ich in den Garten gehen, wollte ich gerade sagen, in den Wald gehe, dort Holz mitnehme. Mit den Steinen muss ich dann mal gucken. Wir brauchen, genau, wir müssen ja auch noch in die Mine reingehen. Das habe ich fast vergessen. Dann die linke Seite machen. Aber irgendwie sind wir viel zu schwer beladen und ich habe keine Ahnung, warum. Also ich muss echt mal gucken, dass ich mal einen Schrank oder irgendwas mache, wo ich dann die Sachen... ja, hoffentlich dann auch reintun kann. Das werden wir dann aber auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Und ja, ich hoffe, ohne Probleme. Bis dann. Ciao.